Herren, bevor wir anfangen, sollten Sie wissen, dass die Geschichte, an der Sie teilhaben werden, eine gewisse Anzahl von... Aber sagen Sie später nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt. Ist Ihre Pizza gekommen? Er lebt! Und er hat Hunger. Wie? Keine Soße? Moment mal. So beginnt die Geschichte nicht. Meine Damen und Herren, beginnen wir einfach am Anfang. Grabsco präsentiert eine Produktion der Penumbra Studios. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der Preisverleihung des diesjährigen Horrorfilmfestivals, bei der die größten Leinwandmonster um die begehrten Todesgockel wetteifern. Es wird sicher ein spannender Wettbewerb. Treten Sie ein und nehmen Sie Platz. Wir beginnen in wenigen Minuten. Was sagst du? Hast du es nicht gehört? Aber natürlich. Dann ist er gut. Ich bin nicht taub. Das stimmt, nur dumm. Trottel. Du Irre. Dan Murray, der Chef hat uns doch beide losgeschickt, oder? Wenn du nicht mit ins Theater kommst und deinen Job Du schaffst es doch sowieso nicht alleine. Ach, wollen wir wetten? Da verlierst du. Dan Murray, ich werde in dieses Theater gehen und eine preisverdächtige Reportage machen, allein. Was, und ich soll hier im Freien sitzen, mitten im Herbst? Erfrier doch. War nicht noch irgendwo eine Decke? Dan, es war unglaublich, wir werden den Chef um mehr Seiten bitten müssen. Ich habe so viele Leute interviewt. Fitz Randolph, Professor Fly, Crom H., Octopus Herring, die Vermaute, den Poeten, den Herrn der Nacht. Wie heißt denn noch der kleine Kerl aus zwei Monster und ein Schicksal? Faszinierend. Ja, Mann, der aus... Hey, was trinkst du da? Frostschutzmittel. Dan Murray, hast du etwa hier getrunken, während ich gearbeitet habe? Jetzt reicht's. Ich schreibe die Reportage allein und wenn man dich feuert, ist es mir schnurzegal. Und wenn man mir an deinem Grab eine Schaufel reicht, werde ich dir damit noch eine verpassen. Was macht der denn da? Big Orbert in Fitz Randalls Büro. Merkwürdig. Oh, tatsächlich. Wir müssen da rein. Oh. Ja. Enthüllungsjournalismus pur. Komm, beweg dich. Meine Liebe, ich bin doch mehr Sportjournalist. Ruf mich, wenn du dir eine mit dem Baseballschläger verpasst. Damit begann alles für Lisselaire. Sie beschloss, in Fitz Randolphs Büro zu gelangen. Ob mit oder ohne Dans Hilfe. Naja, ich begrüße euch hier einmal zunächst bei der Next Big Sink. Schauen wir mal, was wir da alles haben. Hotspot wieder. Inventar, Aufgaben, Option einmal. Da kann man es speichern. Die Mitwirkenden. Was haben wir denn da? Ton aus, da kann man leise drehen. Den werden wir ein bisschen leise drehen.
werden wir sicher mal leise drehen. Weil YouTube hat ja leider Gottes die schlechte Angewohnheit, die Videos auf Urheberrecht zu besinnen. Leider. Leider um die schönen Spiele. Was haben wir da? Untertiteln haben wir eh auch. Statistik, ja, können wir lassen. Leider Gottes hat das YouTube ja, den alten Schmäh. Leider Gottes. Da muss ich schauen, ob man da nicht jetzt einmal zu leise ist, sollte man es anstellen da, leider Gottes, weil schauen wir mal zurück zum Spiel. Da werden wir da mal komplett einmal zurück dran auf Mut. Und da sind die Statistik. Da kann man die Statistik auch anschauen. Das ist die Mitwirkung. Aha. Da haben wir dann überhaupt nichts. Das dürfen wir natürlich nicht. Ein wenig, ein bisschen Musik brauchen wir. Leider Gottes, denn. Lödian. Da haben wir ja überhaupt nichts mehr. Da werden wir leider Gottes das ein bisschen so stellen. Lödian. Lödian, ja. Es ist halt immer ein Jammer mit YouTube im letzten Jahr leider gewesen, dass sie mir da leider Gottes so manches gesperrt haben. Blödian. Blödian. So, also wie gesagt, ich begrüße euch bei den Next Pink Sync. Und da schauen wir jetzt einmal. Kühlerhaube. Als Kind bin ich mal mit dem Kopf unter die Kühlerhaube von Papas Auto geraten. Anne-Marie, meine kluge Schwester, war Tarzan. Und Queenie, meine schöne Schwester, war Jane. Ich war Cheetah. Und der Wagen das Krokodil. Sarkastisch. Lass grüßen. Na ja, dann gehen wir mal zur Villa. Was haben wir da alles? Die Hundehütte mal. Da drinnen ist Tobi 3. Das Haustier von Fitz Randolphs Villa. Tobi 3. Ich schau's mir an. Nochmal da. Aha. Nochmal da, Theater. Roboter. Er hat eine Säge in der Hand. Wie ungünstig. Komm, ja, da kann man sprechen. Ich wusste, dass du kommst. Nimm mich mit. Wohin denn? Auf die andere Seite. Zu meiner letzten Ruhestätte. Zum ewigen Frieden. Auf keinen Fall. Niemals beim ersten Treffen. Bist du nicht mein Sensenmann? Die Kahle? Die Ruhebringende? Die Seelensaugerin? Ach, jetzt weiß ich, wen du meinst. Einen Typen mit Schluck auf, der noch auf der Party ist. Etwas älter schon. Ich bin Liz. Und du? Phil, meine Stunde ist nicht gekommen. Sie kommt nicht. Naja, mit dem können wir sie eigentlich ausführlich unterhalten, wie immer. Hast du Big Albert gesehen? Hast du Big Albert gesehen? Ich habe Dinge gesehen, die du niemals glauben würdest. Ich habe jenseits der Mauern Büsche wachsen sehen. Ich habe in der Dunkelheit bei der Tür zur Villa Glühwürmchen leuchten sehen. All diese Momente werden verloren sein in der Zeit. Aber Big Albert habe ich nicht gesehen. Nein.
sprechen wieder über dich. Bist du drauf? Ja. Sprechen wir über dich. Wir kennen uns noch nicht. Was magst du da so? Was liegt denn hinter dieser Tür? Was magst du so, Herr Staat? Ja. Was liegt denn hinter dieser Tür? Was liegt denn hinter dieser Tür? Mein kleiner Geräteraum. Mein Gewächshaus. Mein Tal der Tränen. Willst du es sehen? Beim ersten Treffen nie. Verwirrend. Wir kennen uns noch nicht. Was machst du so? Wir kennen uns noch nicht. Was machst du so? Ich entblättere die Marguerite der Existenz. Ich kratze ab. Ich kratze nicht ab. Ich kratze ab. Ich kratze nicht ab. Ich kratze ab. Und woran arbeitest du, während du die Marguerite der Existenz entblätterst? Und woran arbeitest du, während du die Marguerite der Existenz entblätterst? Ich bin Gärtner. Ich pflanze, gieße und stutze die Hecke mit der Säge. Ich beobachte, wie alles unter dem unerbittlichen Gewicht der Zeit verblüht. Was magst du so erstarrt? Was machst du hier so erstarrt? Das bin ich nicht. Ich schleppe mich dem unvermeidlichen, bitteren Ende entgegen. Ja, wurscht. Und was machst du hier, außer dich dem unvermeidlichen, bitteren Ende entgegenzuschleppen? Viele Betrunkene unterwegs. Sie zertrampeln den Rasen. Hohle Männer, die auf der toten Erde Lilien zerdrücken. Es tut mir leid, das gibt keine Schlagzeilen. Bist du traurig? Bist du traurig? Traurigkeit ist die wahre Bezeichnung von dem, was du Leben nennst. Naja, wir reden später weiter. Falls wir vorher nicht den Löffel abgeben. Ist er nicht lieb? Ist er nicht putzig? Nein, ist er nicht lieb? Ist er nicht lieb? Nein, denke mal, das ist schon mal ein guter Einstieg gewesen für heute. Okay, ciao, bis morgen.